Jojojo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video am 26.12.2018. Ich hoffe, das Video gefällt euch, Leute. Ich gebe mir natürlich wie immer hohen Mühe. Ich hoffe, euch geht's gut und Leute, ich hoffe, ihr hattet einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Heute ist bei mir der zweite Weihnachtsfeiertag. Wenn ihr das seht, ist bereits der 27. also Donnerstag, also ein Tag nach den Weihnachtsfeiertagen. Es ist jetzt 13.59 Uhr und Leute, ich habe schon mein Pull-Training durchgezogen, 63 Minuten Cardio und Homeworkout Upper Body 2, das heißt 12 Sätze Rudern, Obergriff eng, 6 Sätze Rudern, Obergriff breit, dann 9 Sätze über Kopf drücken mit der Langhantel, dann 6 Sätze gestrecktes Latziehen im Supersatz mit 6 Sätzen. Klimmzüge, sag ich, Liegestützen. Immer so viele Raps, wie es geht, Leute. War nice, jetzt habe ich mich schon geduscht und jetzt nehme ich straight mein Video auf. Leute, jetzt muss ich euch bloß ganz kurz was erzählen. Gestern habe ich ja Beine trainiert und Cardio gemacht und Arme trainiert. Und dann habe ich der Haselnuss geholfen bei ihren Umzugskartons. Die hat nämlich noch keine Wohnung, muss aber bis Ende Dezember aus der alten Wohnung raus. Heißt, sie muss ihr Zeug, bis sie eine andere Wohnung hat, irgendwo zwischenlagern. Jetzt haben wir es bei uns in den Dachboden getan und ihr Zeug war natürlich im Keller bei ihr. Heißt, wir mussten das Zeug aus dem Keller rausräumen, in beide Autos rein. Ich habe das Auto von meinem Vater genommen. Das ist ein Opel Mokka, also so ein SUV, da passt schon einiges rein. Und die Haselnuss, ihr Mini. Heißt, wir mussten dreimal fahren. Und ich habe jedes Mal das Zeug, besser gesagt wir, aus dem Keller zum Auto, dann mit dem Auto zu mir gefahren und dann vom Auto raus in den zweiten Stock im Dachboden bzw. auf den Dachboden hochgetragen. Ja, das haben wir dreimal gemacht, Leute. Dann war alles durch. Und beim dritten Mal, als wir fertig waren, ich war im Unterzucker. Also mir war schwindelig, mir war schlecht. Ich habe gezittert. Meine Beine haben so gewackelt. Meine Oberschenkel so. Ich war so am Arsch, Leute. Das war so krass. Einfach durch die Diät. Dann das unglaubliche Sportpensum. Dann noch das Umzughelfen da. Und dann die Dinger hoch, runter und ich sag Beintraining an dem Tag gehabt und oh, ich war so fertig, dann habe ich ein bisschen was gegessen, danach noch ein paar Schritte gemacht und selbst da habe ich es dann nach 10 Minuten wieder gemerkt, dass ich einfach fucking am Arsch bin. Ja, deswegen kommt der Refeed-Tag, wegen dem das Video angefangen hat, ganz recht. Leute, ich habe bis jetzt erst 500 Gramm Magerquark gegessen, das habe ich nicht gefilmt, weil Refeed heißt ja Carbs und ja. Ich war ehrlich gesagt zu faul, um die 500 Gramm Magerquark zu filmen. Auf jeden Fall habe ich jetzt 500 Gramm Magerquark drin. Und jetzt werde ich, da das ein Refeed-Video ist, einfach alles filmen, was ich esse. Und dann natürlich hinschreiben, wie viel Gramm von jeweils dem Lebensmittel das ist. Und dann am Schluss des Tages werde ich nochmal ein Fazit, ein Review machen und sagen, wie viel Kalorien, wie viel Carbs, wie viel Eiweiß, wie viel Fette. Werde ich euch dann zeigen. Ich track natürlich alles in meinem FTDB auf der App. Und genau, Leute, so sieht's aus, wird vielleicht ein bisschen längeres Video, weil ich ja alles drauf haben möchte. Ich werde mich jetzt nicht das ganze Meal überfilmen, vielleicht bei manchen schon bei geilem Essen, aber bei Reis oder so. Ich zeige euch halt, wie viel das ist und dann wisst ihr das ungefähr. Also geplant ist bis jetzt nichts, außer 600 Gramm Reis, Trockengewicht ist geplant, dann Kilo Hähnchen, 400 Gramm Blumenkohl, das war's. Alles andere mache ich spontan. Wie gesagt, 6.000 bis 8.000 Kalorien. Mit dem Essen, das ich jetzt eingeplant habe, Reis, Hähnchen und Blumenkohl und im Magerquark bin ich auf 3,8. Heißt, ich habe noch 2.000 bis 4.000 Kalorien zur freien Verfügung. Und das werde ich einfach essen, wie ich möchte und euch dann zeigen, was ich esse. Genau, Leute, das war's jetzt. Ich werde jetzt einfach dann, wie gesagt, das, was ich alles esse, hier anhängen, nach und nach und mal hinschreiben, was es gibt, wie viel Gramm und das sind Kalorien, schreibe ich nicht dazu, sonst ist es zu viel zum Lesen, das liest dann keiner. Nur die Grammangaben von den Lebensmitteln und dann, wie gesagt, am Schluss des Videos noch ein Fazit ziehen und euch sagen, also mich selbst zu Wort melden und sagen, was ich gegessen habe, wie viel Kalorien und alles, habe ich ja schon gesagt. Das war's jetzt, Leute. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video und beim Phrasen zuschauen. Wir sehen uns nachher am Abend wieder. Danke fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich habe es ja schon gesagt. Ich gebe mir wie immer hohe fucking Mühe. Haut rein, Leute. Bis gleich. Servus. Ich war jetzt schon draußen. Wir haben jetzt schon 25.445 Schritte, also ungefähr noch 1.500, dann haben wir es. So Leute, ihr habt gesehen bis jetzt eben den Magerquark, den ich euch nicht gezeigt habe, und dann 300 Gramm Reis, Trockengewicht, 500 Gramm Hähnchen, 200 Gramm Blumenkohl. Und jetzt, Leute, geht's weiter. Jetzt esse ich ein Energy Cake.
erstmal mein Lieblings-Energy-Gag. Das war der Kirsch. Die haben jetzt einmal den Ladetag. Obwohl ich sagen muss, mir geht's so gut, ich hätte nicht mal laden müssen. Aber zweimal die Woche muss sein. Sonst schläft mein Stoffwechsel ein. Orange Kiss. Der zweitbeste. Mandel. Auch ein sehr leckerer Energy Cake. Göttlich. Cookies and Cream. Mein früherer Lieblings-Energy-Cake. Mittlerweile nicht mehr. Aber immer noch geil. Noch ein Orange Kiss und dann ist echt Schluss. Mandel, Cookies and Cream. Zweimal Orange Kiss. Schwarzwälder Kirsch. Fünf Energy Cakes heißt 625 Gramm Energy Cakes. 2775 Kalorien. Straight into my biceps. Leute, ja, da gibt's noch was zum Essen. Bis gleich. Es ist bereits der nächste Tag und ja, warum habe ich mich gestern nicht mehr abgemeldet? Durch die ganzen Carbs war ich einfach so fucking müde, Mann. Das war übel. Also wirklich, ich bin dann eingeschlafen auf der Couch und dann irgendwann ins Bett gegangen und habe ich vergessen abzumoderieren. Aber das mache ich jetzt, Leute. Wie gesagt, jetzt ist schon der 27.12. und 14.48 Uhr. Leute, ihr habt gesehen, gestern die letzte Mahlzeit, das war nochmal 300 Gramm Reis, Trockengewicht, 500 Gramm Hähnchen, 200 Gramm Brokkoli. Das macht dann summa summarum 6240 Kalorien. Das waren 857 Gramm Kohlenhydrate, davon 202 Gramm Zucker vom Magerquark und von Energy Cakes, 141 Gramm Fett und 358 Gramm Eiweiß. Hat gut geschmeckt, Leute. Eigentlich wollte ich mir noch einen Whey Shake geben, dass ich auf 400 Gramm Eiweiß bin, aber ja, ich war ganz ehrlich, beziehungsweise ich bin ganz ehrlich, ich war einfach so satt und so fertig dann durch die Carbs, das ging nicht mehr. Also ich hätte ihn schon noch reinzwingen können, aber selbst der Reis, die 300 Gramm, waren dann schon schwer, die reinzubekommen. Aber jetzt habe ich wieder Hunger, heißt der Stoffwechsel ist wieder oben. Das ist gut, Leute, so muss es sein. Und ja, dann habe ich noch mal ein Ding genommen, Vitamin C, Zink und Ibu. Und dann bin ich ins Bett gegangen, Leute. Jetzt, damit schließe ich das Video jetzt ab. Was ich heute gemacht habe, werdet ihr im nächsten Video morgen erfahren. Haut's rein, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut's rein.
Peace und Servus.